What? Dancing to the moonlight. Ich finde das geil, dass man die so easy töten kann. Ich finde das total geil, wie easy man die töten kann und dafür auch noch Loot kriegt. Immer schön über die Fallen ziehen, ich sage euch. Wow! Nur ich finde die Fallen nie wieder, wenn ich zurückkomme und denke immer nur so, wo ist die Falle, wo habe ich die denn hingetan? So. Ja, Creeper. Fuck. Ja, so nicht. Cool. Wow. Ups. Bin mit der Hand ausgerutscht. Tatsächlich mit meiner Tasse. Mit meiner. Jetzt stirb auch. Ja, oh mein Gott, wie viel zieht mir denn dieses Gift? Heilige Scheiße. Der Trank hält nicht mal so viel dagegen. Das ist ja krass. So, wir brauchen noch zwei. Komm her! Dancing to the... Boah, die hätten diesen Cooldown echt ein bisschen geringer machen können von den Traps. Und nur noch eine. Eine Creeper-Frau. Keine Ahnung. Das sind bestimmt Jungs, alles nur. Bei der komischen Körperhaltung. Ha! Ja, komm her. Komm, lauf drüber, lauf. Zumal geil ist auch. Keine Ahnung. Wir laden jetzt einfach Monkey ein und Monkey tötet mir jetzt dieses blöde Spider Queen. Und die Fledermaus, weil die Fledermaus, weil sie, glaube ich, auch nicht zu packen. Wobei die Fledermaus ist viel, viel einfacher als die Spinne. Aber... It's such a pleasure to hear that the traps work properly. It's obvious the creepers are scared of our traps, so I bet they won't come around here anymore. Now I can have a good night's sleep and go to the bathroom in peace. Ja, vielleicht kennst du das jetzt auch nicht mehr so Durchfall. I received bad news from our scouts. Creepers are starting to approach the investigation team again. I guess there are still many creepers who haven't fallen off for our traps. Good thing I asked Garland to prepare extra traps just in case. Please set some more poison traps and drive the creepers away from here. Oh, I hate my life right now. Da haben wir Monkey, der Hellhunter. Der ist ganz schön am Fackeln. So, wir haben jetzt auch noch die Daily für diese Creepers bekommen. Die gibt wahrscheinlich auch nochmal gut XP, denke ich. Ja, 15.000. Halt lohnt sich, die mal zu machen. 21.000. So, so viel XP und es bringt uns nichts. Das ist so traurig einfach. Aber okay. Und Monkey reitet einfach ohne. Ich suche immer die ganze Zeit nach irgendwelchen hier Eisenerzen, also Erzadern. Erzadern, ja, so heißen sie. Ich suche die ganze Zeit nach Erzadern. Ich finde es so geil, wie wir spielen. Wahrscheinlich ist das Traurige, Monkey macht die einfach in 2-Hit oder so. Und ich will nicht vor der Spinne stehen. Okay, in 2-Hits macht er sie nicht, aber... Ach, man kann die einfach so einfach wegsnappen? Hm.
Doktor, ein paar von der Kleinen. Aber das hätte ich niemals... Weiß ich nicht, das hätte ich nicht geschafft. What the fuck? Hey, das hätte ich auch geschafft. Yeah, Adrenalin-Kurung-Ring. Ha! Das war easy. Na gut. Hier mal diese Pushback-Hater. Ups. Wir haben gerade ein unidentifiziertes Egg gegessen, das unsere Watt, das macht jetzt anderes. Increase Max Health bei 240% und Critical auch noch. Ich zeige euch mal diesen Kurung. Das ist so geil einfach. Ding, ding. Ding, ding. So geil einfach. Das ist halt auch eine Art von Mount auf jeden Fall. Das ist aber voll die Sklaventreiberei meiner Meinung nach. Also ich finde die Mounts überhaupt nicht cool. Wobei die Musik, muss man schon sagen, echt geil ist. Das ist aber halt wirklich nur so ein Ring. Und ja. Wenn man, glaube ich, 1000 Ringe hat oder so, 1000 dieser Ringe, kann man sich halt so einen permanenten Kurong machen. Aber ich finde, ich weiß nicht. Ich finde die Musikskills richtig geil von denen, auf jeden Fall, aber... Reißt irgendwie nicht. Movement Speed ist increased bei 30% nur. Ich glaube, das Moa macht auch nicht viel mehr. Was leuchtet denn da? Das ist so ein Frosch. Oh mein Gott. Ach stimmt, wir müssen auch noch irgendwelche Frösche einsammeln. Hast du sowas? Leuchtet denn hier so? Oh, Frösche. Oh, Frösche. Wie viel increased das unser Movement Speed? Bei 3. Okay. Pagi! Pagi! Diesen Boss, bei dem habe ich früher mal gefarmt. So lange Sachen gefarmt. Also ich habe bei diesem, das Sparkling. Oh mein Gott, bin ich geil. Man kann es einfach mit dem Darkness-Ding dodgen. Ah! So. Oh mein Gott! Nimm mir diese kleine Fledermaus vor mir! Das hat aber... Aua. Aua. Aber Darkness voll gut. So, das ist der Monkey. Auch ein sehr netter Typ. Doch, ich finde Monkey echt cool. Was heißt der denn? Was willst du mit mir trainen, ha? Muss ich dich jetzt bezahlen oder was für deine Dienste? Juhu! Cool, danke. So. Ja, jetzt kommt's. Ah, jetzt kommt wieder diese Debatte mit dieser Rüstung. Das ist ja geil. Also, Jay hatte mir geraten, ich sollte mir eine Vitality-Waffe machen, aber ich werde definitiv kein bisschen auf Vitality gehen. Ich werde eh auf, also ich weiß nicht, ich werde mir keine Lebenswaffe machen, ich werde mir sondern wirklich eine Agility-Waffe einfach machen. Einfach weil ich es kann. Mir gefällt die Agi-Waffe auch besser. Agi-Waffe auch besser. Besser. So, oh mein Gott, wir müssen so viele...
Frösche sammeln? Was für eine Quest habe ich denn hier? Ach so. Erstmal abwarten, bis ich Level 40 und alles bin. Wenn ich die ersten Sachen habe, kann ich ja eh ein bisschen mal was ändern. So, welches Level seid ihr? 36. Okay. Floating Moss. Hießen die letzten Drifting Moss? Ich weiß, ich habe da nicht so drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, da aus diesen Kreisen möchte ich rausgehen. Danke, Monkey. Danke für den Tipp. Ich weiß das wirklich. Weiß das zu schätzen, dass ich so viele Leute um mich drumherum habe, die mich irgendwie die ganze Zeit beraten und hier und da und bla 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 und hast du nicht gesehen, also. Ich finde das cool. Ich finde das total nett von den Leuten und deswegen. Tue ich eh. Ich mach's aber letztendlich mal wirklich so, wie ich es für richtig halte. Wupp. Was ist das? Oh! Lebensrecovery. Oh nein, er macht seine Pfütze hin. Komm her! Ich gehe da bestimmt nicht rein zu dir in deine Pfütze. Wieso ist denn das immun und wenn ich runterkomme, kriege ich noch Schaden? Das Vieh müsste doch eigentlich so interrupt werden. Aber heute nur mal wissen, was ihr so meint und später gucke ich eh mich noch mal nach. Ham, ham. Ein bisschen Leben restoren. Aber auch. Stamina, genau. Stamina ist natürlich auch sehr wichtig. Jo, macht ja Sinn, mal eine andere Meinung zu hören, eben. Es macht tatsächlich. Ich finde es auch wichtig, was die Leute. Weil man lernt viel, viel mehr über so ein Spiel, wenn man auch wirklich sich mit Leuten drüber unterhält, diskutiert, was so eher besser ist und all das. Und es ist wirklich. Wirklich besser, also. Lasst euch beraten, Leute. Manche wissen es besser als ihr. Vielleicht. Und manche nicht. Dass ein Assassine eher auf Stärke gehen sollte. Oh mein Gott, okay. Der lässt sich nicht so. Okay, der macht mir Angst. Okay, das haut ihn um. Wow. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Was ist los mit dir? Oh Mann. Oh, die sind ja nett. Ach, gehen das, ey. Schon wieder so tolle Monster. Defe. Gehen wir die Quest schon mal ab? Ja, machen wir das mal, wenn wir eh schon gerade hier so sind. Ach. Aber ich hab's mir schon ein bisschen gedacht, weil ich kenne die Monster ja und ich habe mir schon gedacht so. Dieser Moosko. Moosgolems. Sind etwas heavy. You are both brave and strong. I would gladly work with a warrior like you without any hesitation. Please do your best for the Acheron tribe. Ja, wir haben übrigens auch, hier gibt es wieder Ruf tatsächlich. Ah, schön.
Aber gibt's da auch den Gegnerruf schon? Nee. Was für eine Daily hast du jetzt, du Verrückte? Slaying Bullock Super. Berserk Moscow and some floating muscles seems very suspicious lady. I thought it was just the number of wisps that was decreasing, but Berserk Moscow and some floating muscles were actually attacking wisp for Bullock. Wisp must have been a great energy resource for Bullock. This is a critical issue. The more time we waste, the more wisp Bullock will absorb. Please deal with the situation by slaying Berserk Moscow and floating muscles. Okay, gibt nur 1000 und gibt... Ach, das ist wieder für... Das ist wieder für den Boss. Also es ist nichts Relevantes für uns an sich. Well done, now I can coach the weapons of the current virus with this potion. Thank you, my friend. Sehr gerne. Sehr gerne. Wir werden jetzt nur noch mal hier ein bisschen Cell Scrap reparieren. Aber wir brauchen auch noch verdammtes Tyrannenblut. Die Daily müssen wir auch noch machen und die Golems. Und ich gerade hier. Oh, hier ist. Ich weiß, ich habe jetzt den Speedbar von meinem Mount gerade gecrashed dadurch, aber. Es ist mir auch wichtig, diese Viecher. Diese Stallion Ross zu bekommen, weil das ist so eine Quest, die kann man. Ich weiß nicht, ich finde, man kann die total schlecht hier beenden. Weil so viel. Hier ist ein italienischer Fisch, falls ihr den sehen könnt. Es gibt so eine unsichtbare Fische. Ich glaube, mit denen werden wir auch noch lange, lange was zu tun haben. Nee, weil ich finde, es gibt hier einfach viel zu wenig Erzadern. Deswegen ist diese Quest echt scheiße. Und ich habe sogar auf Hummel, also der Figur meines Freundes, die habe ich ein bisschen weiter bearbeitet. Der hat die Quest bis heute nicht fertig. Einfach weil, ne. Bim, badum, badum, bim, bim. Okay, falls euch aufgefallen ist, die Viecher kämpfen miteinander. Es gibt rote Frösche und blaue Frösche und es sind zwei Stämme. Rot ist Acheron und blau ist Arkot. Ne, Togat. Arkot, was? Togat und die kämpfen dann immer gegeneinander. Es kommt einem natürlich sehr bekannt vor, wenn man nur an die Trolle und die Ogre denkt. Und es deutet schon auf ein neues... Auf ein PvP-Event hin. Ja, PvP-Gebiet, sag ich es lieber mal. Ach, ich bin auch doof, weißt du? Ich habe ja gar keinen Pushback an. Und wundere mich, dass ich überhaupt keinen Einfluss auf die Golems habe. Ja, toll. Kein Wunder, ey. Die Floating Mobs sind ja echt... Es gibt immer so... Es gibt aber grundsätzlich immer so Easy-Mobs. Und dann gibt es einfach so Kack-Mobs wie die Golems. So, und jetzt wollen wir nicht mal gucken, ob wir doch ein bisschen mehr Einfluss auf... Ja. So. Oh mein Gott, wir haben das gedodged. Oh mein Gott, das fuckt ein bisschen. Okay, da müssen wir einfach weg von ihnen gehen. Dann gucken wir halt... Auf diesen einen Schlag, da gehen wir auch weg. Oh, verdammt. Okay. Die sind ein bisschen tricky, aber das ist zu machen. Man muss nur auf ein paar bestimmte Sachen achten und dann geht das eigentlich auch voll klar. Was wichtig ist, da muss man entweder dodgen oder aus dem... Also wenn dieses Zeug... verteilen. Da muss man entweder dodgen oder eben... Oder eben... Okay.